Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal was Vegetarisches, einen orientalischen überbackenen Blumenkohl. Sau lecker, sage ich euch. Dafür brauchen wir Blumenkohl, den habe ich 6 Minuten in Salzwasser gekocht und dann kalt abgeschreckt. Dann haben wir hier mittelscharfen Senf, Sahne, zweierlei Sesam, Mehl, bisschen Panko oder grobe Semmelbrösel, Salz, eine Bio-Zitrone. Hier haben wir Kreuzkümmel, Curry und ein bisschen Kardamom, ein Stück Butter. Hier drin sind 2 kleine geschnittene Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch. Und hier haben wir Kokosmilch. Ich habe euch ja gesagt, den Blumenkohl habe ich bereits vorgekocht. Das hat einen großen Vorteil. Und zwar nimmt der Blumenkohl dann beim Kochen so ein bisschen Wasser auf und wird dann, das ganze Gericht wird dann etwas saftiger. Ja? Ihr könnt es rein theoretisch auch roh machen. Es ist ein bisschen weniger Arbeit, aber das bessere Ergebnis kriegt ihr, wenn ihr es kurz ein bisschen blanchiert. Jetzt stellen wir uns die Soße her. Dafür habe ich hier ein Stück Butter. Schwitzt mir hier schnell an. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, hier ist schon eine Knoblauchzehe mit drin. Die habe ich da gleich mit reingeschnitten. Das habe ich heute alles mal vorbereitet. Das wisst ihr ja, wie man Knoblauch schneidet. Mit Sicherheit ganz fein. Ihr könnt es auch durch die Presse machen. Ich persönlich bin kein wahnsinnig großer Fan von Knoblauchpressen. Deswegen habe ich es mit dem Messer geschnitten. Und jetzt geben wir hier die Zwiebeln rein und den Knoblauch. Und schwitzen das an. Und wir machen uns hier jetzt eine sogenannte Mehlschwitze. Weil ich mache jetzt aus der Kokosmilch und der Sahne mache ich eine Art Bechamel, aber eine Bechamel, die einen orientalischen Touch hat mit diesen Gewürzen. Ihr müsst es mal zu Hause ausprobieren, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig leckeres Gericht. So, pass auf. Das machen wir jetzt wie folgt. Jetzt kommt als erstes kommen die Gewürze mit drauf. Und zwar alle drei, weil wenn wir die ein bisschen anschwitzen, dann werden die nochmal geschmacksintensiver. Ja, ihr könnt die auch nachher einrühren, aber das Anschwitzen von Gewürzen empfehle ich immer. Dass es dann auch gleich ganz toll duftet. So. Und jetzt geben wir hier auf den Ansatz gleich das Mehl dazu, zur Bindung. Ja? Einfach dazu stäuben. Wenn es zu trocken wird, dann gebt einfach noch ein bisschen Öl oder Butter dazu. Ja? Ich mache jetzt ja auch noch einen kleinen Schluck Öl dazu. Ist ein bisschen trocken. Und jetzt wollen wir das Mehl ein bisschen schwitzen lassen. Warum machen wir das? Damit aus dem Mehl die Stärke rausgeht und dann wird die Soße nicht so kleistrig. Ja, das schmeckt manchmal, schmeckt eine Mehlschwitze so pappig. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, so, lassen wir das Mehl richtig schön anbraten. Dabei können wir auch jetzt schon mal den Senf dazugeben. Das ist jetzt ein mittelscharfer Senf. Ihr könnt da verwenden, was ihr wollt. Aber ich finde den Geschmack mit dem mittelscharfen Senf einfach echt wahnsinnig toll und lecker. Hört sich ein bisschen komisch an, was macht da Senf mit so orientalischen Gewürzen? Passt das überhaupt zusammen? Ich verspreche euch, es passt sehr gut zusammen. Und das brutzeln wir jetzt hier an. Und jetzt können wir anfangen abzulöschen. Und zwar nehmen wir die Kokosmilch und geben die hier einfach im Ganzen drauf. Und rühren das hier ein und auch gleich die Sahne. Ihr seht ja schon, das wird gleich relativ dick. Und wenn wir es jetzt noch einkochen, wenn ihr es ein bisschen kalorienarmer haben wollt, könnt ihr das auch mit Milch machen übrigens. Oder wenn ihr es vegan haben wollt, dann nehmt ihr nur Kokosmilch her und vielleicht eine Margarine, die jetzt keine fette, tierischen Fette drin hat. Und jetzt kochen wir das Ganze hier einmal auf. Immer schön rühren, dass wir keine Klümpchen haben. Es hat jetzt einmal aufgekocht und wie ihr seht, hat es wunderbar eingedickt. Hat jetzt auch genau die richtige Konsistenz. Genau so wollen wir es haben. Es duftet auch fantastisch nach diesen verschiedenen Gewürzen, gerade mit dem Kardamom, mit dem Kreuzkümmel. Das gibt einen ganz, ganz tollen Geschmack. Jetzt haben wir hier eine Bio-Zitrone. Am Schluss, wenn es aufgekocht hat, bitte nicht zum Kochen dazu, weil das Aroma von der Bio-Zitrone geht sehr schnell weg. Und wir wollen es ganz frisch drin haben. Deswegen jetzt hier einfach so ein bisschen Bio-Zitrone mit in die Soße rein. Und schaut, dass ihr nicht das Weiße erwischt, weil das Weiße wird gern ein bisschen bitter, sondern wirklich nur das Gelbe. Und auch die Bio-Zitrone trotzdem sicherheitshalber ein bisschen waschen vorher, ist ja klar. Und das gibt uns jetzt so einen frischen Kick. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich habe noch kein Salz dran. Tun wir erstmal eine Prise Salz noch dran, eine ordentliche. Ich habe den Blumenkohl auch in einem sehr salzigen Wasser gekocht, dass der schon einen gewissen Grundgeschmack hat. Ja. Und jetzt schauen wir mal, einmal gut durchrühren. Einmal testen.
Schon sehr gut, eine kleine Prise Salz noch. Bisschen zu wenig ist es noch. Okay. Etwas Pfeffer mache ich auch noch rein, habe ich vorher noch vergessen. Ja. Kann ruhig eine Prise drin sein, dass ein bisschen eine Schärfe reinkommt. Ihr könnt, wenn ihr das scharf haben wollt, das passt auch hervorragend. Ja, dann macht einfach noch eine gestoßene, getrocknete Chilischote mit zum Ansatz dazu oder Jalapeno oder was ihr wollt. Ja. Je nachdem, wie scharf ihr es haben wollt. Jetzt gebe ich noch für die Frische auch noch ein bisschen vom Zitronensaft dazu. Ja, weil das einfach jetzt ist halt schon ein bisschen schwerer, wenn ihr mit Sahne und Kokosmilch arbeitet. Und dann musst ihr immer ein bisschen mit Säure gegensteuern. Dann habt ihr ein feineres Mundgefühl am Schluss. Ja. Da könnt ihr natürlich jetzt hergehen, je nachdem, wie intensiv ihr das haben wollt. Meins schmeckt zum Beispiel sehr stark nach Curry, weil ich habe es sehr currylastig gemacht. Wollt ihr ein bisschen mehr Kreuzkümmel, nehmt ihr mehr Kreuzkümmel. Das bleibt euch überlassen. Ja. Das ist reine Geschmackssache. Ich mag den Curry-Geschmack sehr gerne. Und jetzt gehen wir her, nehmen uns einen großen Löffel und verteilen diese Soße hier großzügig über den Blumenkohl. Und zwar so, dass kein Blumenkohl mehr rausschaut. Ja? Ich mache es immer so, dass ich erst am Anfang einmal so grob verteile, dass jeder ein bisschen was abbekommen hat. Und den Rest tue ich dann am Schluss großzügig drüber. Ja? Seht ihr schon, Masse reicht völlig aus. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich verlinke euch das natürlich in der richtigen Menge. Aber das macht jetzt gar nichts, wenn ein bisschen Soße mit drin ist. So, und jetzt wie immer nichts verschwenden, schön auskratzen, überall alles rausmachen. Genau. Was ich euch noch vergessen habe zu erzählen, ich habe natürlich den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, der ist schon heiß. Und jetzt nehme ich hier diese groben Semmelbrösel. Entweder macht ihr grobe Semmelbrösel selber, indem ihr sie ein bisschen weniger mixt, ja, oder ihr kauft dieses Panko, heißt das. Das ist so ein japanisches Semmelbröselmehl, das gibt es in der Asia-Abteilung. Das ist dann schon so ein bisschen gröber und hat schon so größere Stückchen und das ist wirklich tatsächlich sehr lecker. Und jetzt gehen wir daher und machen hier nochmal ordentlich Krümel drauf. Das gibt einfach nochmal so einen ganz besonderen Crunch, wenn ihr das dann backt. Richtig ordentlich schön viel Semmelbrösel drüber machen. Ruhig auch so ein paar Stellen, wo ein bisschen mehr drüber ist. Ja. Okay. Und jetzt als letztes noch die zweierlei Sesam. Das schaut einfach sehr schön aus und gibt natürlich auch nochmal einen tollen Geschmack. Okay. So. Und das Ganze muss jetzt heißen Ofen ungefähr 25 bis 30 Minuten, bis es oben schön goldgelb ist. Das kommt ein bisschen auf euren Ofen an. Manchmal ist es auch schon nach 20 Minuten fertig. Also stellt euch mal einen Wecker auf 20 Minuten und dann schaut ihr nach 20 Minuten mal in den Ofen rein. Und bei mir dauert es ungefähr 25 Minuten, weil ich habe noch ein bisschen älteres Gerät. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es gebacken ist. So, meine Lieben, jetzt schaut mal her. Frisch aus dem Ofen raus. Blubbert wunderbar. Sieht das nicht toll aus? Ich muss es jetzt noch ganz kurz auskühlen lassen, natürlich bevor ich es für euch probieren kann, weil es einfach noch ein bisschen zu heiß ist. Ich habe noch ein bisschen Petersilie drauf gemacht, einfach nur fürs Foto, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Jetzt werden wir das Ganze mal für euch verkosten. Es ist immer noch sau heiß, deswegen nehme ich mir noch ein kleines Stück. Verzeiht mir das, ihr seht ja, wie das noch dampft. Also das schmeckt so unfassbar lecker. Probiert das Rezept mal aus. Das ist wirklich klasse. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wie immer, ich neige zu Wiederholungen, aber bitte lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, schließt gerne eine Kanalmitgliedschaft ab oder schickt einen Super Thanks, wenn ihr da Lust drauf habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und weiterhin viel Spaß beim Content von Let It Cook. Bis bald, meine Lieben. Macht es gut. Ciao, servus.